Steht Gold bald bei 1200 Dollar? Damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Der Goldpreis heute ist eins der Highlights an einem Tag, der zunächst mal für die Aktienmärkte gut anfing. Für Gold fing es schon schlecht an und ging noch schlechter weiter. Die Aktienmärkte, insbesondere DAX, dann wieder etwas zurückgekommen, nachdem gute Nachrichten aus Asien zunächst mal beflügelt hatten. Und die schauen wir uns gleich mal an, was da positiv war für die Aktienmärkte. Es ist in Japan die Hoffnung auf diesen riesigen, gigantischen Pensionsfonds, der etwa Assets im Wert von 1,2 Billionen US-Dollar hält, vorwiegend in Staatsanleihen investiert, in japanische Staatsanleihen. Und hier sorgt eine geplante Kabinettsumbildung für Euphorie, denn der neue Mann, der offenkundig Gesundheitsminister wird und der Gesundheitsminister verwaltet diesen Pensionsfonds, der ist ein ausgesprochener Befürworter von Aktienkäufen. Dazu müssen die Regularien geändert werden. Dann kann dieser Fonds eben Aktien kaufen und das sorgt für Kaufstimmung oder sorgt ja heute Morgen für Kaufstimmung auch in Europa. Dann die Erzeugerpreise aus der Eurozone minus 0,1% zum Vormonat, minus 1,1% zum Vorjahresmonat, war in etwa so erwartet worden oder war genauso erwartet worden. Insofern kein wirklicher Aufreger. Interessant heute das britische Pfund unter Druck. Da ist man auf dem Rückmarsch schon seit langer Zeit, weil das Lager der Befürworter der Unabhängigkeit in Schottland immer mehr wächst. Heutige Zahlen, ganz frische Zahlen, pardon, die haben gezeigt, dass inzwischen 47% der Bevölkerung für die Unabhängigkeit sind. Und das ist etwas, was dem britischen Pfund nicht gut tut. Das Land hat ja ein ziemlich großes Handelsbilanzdefizit. Und wenn jetzt das Öl, das überwiegend in Schottland gefördert wird, wenn das wegfallen würde als Exportschlager, dann sieht eben diese Handelsbilanz noch deutlich schlechter aus. Insofern der Druck auf das britische Pfund. Aber viele sind auch Short Hedge Funds wie BlackRock haben die britische Währung aufs Visier genommen und geschortet. Dann hatten wir sehr, sehr starke Zahlen vom ISM-Index aus den USA. Hier eigentlich nur erwartet 56,8, aber es wurden 59,0. Ein wirklich starker Wert, der beste seit 2011. Das zeigt, dass möglicherweise doch jetzt das Thema Zinsanhebung wieder aufs Tapet kommt. Und das ist das, was den Goldpreis natürlich auch mitbelastet, nämlich die Aussicht, dass die Zinsen möglicherweise doch schneller angehoben werden, weil eben die US-Konjunktur gut läuft. Und dann die Bauausgaben auch besser als erwartet, mit 1,8% gegenüber 1,2% erwartet. Auch der Vormonat wurde nach oben revidiert. Also heute wirklich sehr, sehr gute Zahlen aus den USA. Und gute Konjunkturdaten sind meistens schlecht für den Goldpreis, eben wegen des Themas Zinsanhebung. Hier der stärkste Fall seit 6 Wochen. Und jetzt droht ein Rückfall auf 1240, die nächste große Unterstützung, möglicherweise auch auf die 1200 Marke glatt. Das schauen wir uns gleich mal hier in den Charts an. Wir sehen hier diesen bearischen Abwärtskanal. Wir haben heute das 76,4 Retracement unterschritten und könnten jetzt eben auch bald nochmal diese wichtige Unterstützung bei 1240 testen. Weist relativ alles nach unten und das zeigt auch der folgende Chart. Hier sehen wir, dass die Bollinger Bänder sich so stark einengen wie seit 2011 nicht mehr. Das könnte darauf hindeuten, dass hier eine große Bewegung bevorsteht. Oft ist es ja so, wenn die Bollinger Bänder sich sehr, sehr dünn machen, wenn sie sehr eng aneinander rücken, dann kommt meistens eine größere Bewegung. Das deutet auch darauf hin, dass hier der RSI unter eine wichtige Unterstützungsmarke fällt, respektive aus seinem Aufwärtstrend rausgefallen ist. Also nicht wirklich gute Aussichten für Gold. Da müsste schon ein bisschen Geopolitik wieder in die Karten spielen, den Goldbullen, aber auch die Ukraine-Krise hat dem Goldpreis nicht wirklich nachhaltig Auftrieb gegeben. Schauen wir uns mal andere Charts an. Schauen wir mal den DAX an, der jetzt aktuell bei 9.512 hantiert. Wir sind heute Morgen gestiegen, eben aufgrund dieser Japan-Story, aufgrund der Hoffnung auf weitere Maßnahmen durch die EZB. Aber es hat nicht gereicht bis zur 9.600er Marke. Dann ging es nach unten mit den US-Futures. Jetzt sind wir knapp über 9.500er Marke, also hier noch wirklich keine Entscheidung im DAX. Mehr Entscheidung schon beim S&P, der heute wieder ein neues Allzeithoch generiert hat, knapp über 2.006 Punkten, nach wie vor deutlich besser dasteht als der DAX, der natürlich kein neues Allzeithoch schafft. Hier der Euro-Dollar nach den guten Daten 1,3120, nach den guten Daten aus den USA zum ISM 1,3120, hier natürlich die Shortquote extrem hoch.
Und wenn nichts kommt oder zu wenig kommt am Donnerstag von der EZB, dann geht es mal kräftig nach oben. Aber selbst dann dürfte der Anstieg nicht wirklich nachhaltig sein, weil eben die fundamentale Situation, die Notenbankpolitik derzeit einfach gegen den Euro spricht. Schauen wir uns mal hier in Sachen Japan nochmal den Dollar-Yen an. Heute ist das erste Mal seit Januar über der 105er-Marke, 105,11. Und es sieht fast nach weiteren Kursgewinnen aus. Es ist jetzt Fantasie im Yen, negative Fantasie im Yen. Das heißt, der Yen dürfte schwächer werden und der Dollar stärker werden. Das könnte ein Trend sein für die nächsten Wochen und Monate. Dann noch ein Blick auf Aktien. Hier die VW, gestern einer der Tagesverlierer, heute einer der Tagesgewinner, schon mit einem Aufwärtsgap geöffnet, 172,20. Und Staples, ein Unternehmen, das wir alle kennen, hier Bürobedarf mit plus 6% heute nach einer Kaufempfehlung der Credit Suisse. Die Aktie geradezu nach oben geschossen, obwohl man eben auch leidet unter Konkurrenten wie Amazon und anderen Internetanbietern. Also, der DAX, der kommt nicht richtig aus dem Quark, der Goldpreis fällt, der Euro ist auf niedrigstem Niveau und wartet ab. Das ist die Situation, die Entscheidung, die fällt am Donnerstag mit der EZB und am Freitag mit den US-Arbeitsmarktdaten. Ich entlasse Sie in einen wohlverdienten Feierabend, machen Sie es gut, bis dann, Servus.